Brunswick-Hellau! Was sagst du, Willi? Willi sagt, ist gar kein Fasching. Wieso ist denn kein Fasching? Es ist Silvester? Es ist Silvester, sagt Willi. Ich dachte eigentlich irgendwie, es wäre Fasching, weil unser Olaf nicht, also, aber ist ganz egal, trinken kann man immer nicht, also. Einfach das Ganze sich mal schön saufen, sozusagen. Ich dachte ja eigentlich, war unser Olaf, also ich stelle es ja mal weg, bevor es noch kaputt geht, also unser Olaf, der wollte doch, dass ihm jemand eine Rede schreibt. Ich dachte, so eine lustige Faschingsrede, nicht? Weil es ist ja immer so, wenn er so redet und den Mund aufmacht, muss man ja meistens lachen, nicht? Also oftmals nicht, weil es lustig ist, sondern weil es so traurig ist und Humor nun mal ist, weil man trotzdem lacht, aber ganz egal. Ich dachte, er ist für Fasching. Also, na gut, also der Olaf jedenfalls wollte, wofür jetzt auch immer, nicht so eine Rede geschrieben bekommen. Und wollte irgendwie keiner. Oder, also konnte natürlich keiner, die haben sich alle krank gemeldet, nicht? Also Corona, Klima, Putin, also alles, was so an Krankheiten da war, haben sie alles gehabt, konnten sie nicht kommen. Jetzt wurde irgendwie erzählt, dass der vielleicht selber eine Rede schreiben muss. Also Gott stehe uns bei, nicht? Also ich habe mich angeboten, ihm eine Rede zu schreiben, also so eine ganz kurze, nicht? Also ein Satz und fertig, ne? Aber hat sich wieder keiner drauf gemeldet, weil die wollen ja unsere Hilfe auch gar nicht, nicht? Also ich dachte einfach, ich mache so eine tolle Rede, die heißt einfach, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Nicht? Fertig, das ist die ganze Rede, mehr braucht man eigentlich nicht machen, nicht? Also wenn du nicht willst, dass der Russe vor deiner Tür steht, dann stellst du dich auch nicht bei ihm vor die Tür. Ganz einfach, nicht? Also ich meine, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, nicht? Oder wenn du nicht willst, dass die Polizei verkloppt wird, dann solltest du die Polizei vielleicht auch nicht andere Leute verkloppen lassen. Also, ne? Oder wenn du halt nicht willst, dass irgendwo gebombt wird mit irgendwelchen Bomben, dann schickst du da vielleicht auch keine Bomben hin, nicht? Also verkaufst den Leuten auch keine Bomben. So irgendwie habe ich gedacht, wäre ganz gut. Deshalb habe ich gedacht, kürzeste Rede aller Zeiten, zack und abgegessen. Aber das will der Olaf ja nicht, nicht? Also der Olaf, der will so Sachen haben wahrscheinlich, wo wir uns wieder unterhaken müssen, nicht? All hands on deck und wir müssen jetzt zusammenhalten, nicht? Gegen, ja, gegen alles eigentlich, nicht? Also gegen den Terror und gegen Putin und gegen den Rassismus und gegen irgendwelche Phobitäten und gegen Fake News und gegen all dieses müssen wir halt zusammenhalten und uns impfen lassen und alles glauben, was in der Zeitung steht, nicht? Und die Israelis, also die Israel-Flagge raushängen und die Ukraine-Flagge raushängen, nicht? Und irgendwie zur Bundeswehr gehen und aufrüsten und so weiter. Und ja, weniger heizen natürlich und jubeln, wenn irgendwo im Wald abgeholzt wird, damit da Windkraftwerke aufgestellt werden. Sowas wollte er irgendwie nicht. Also wir halten alle zusammen, wir haken uns unter und unser Volk schafft das schon nicht. Und wir haben Platz und sowas. Sowas wollte er haben, aber sowas kann ich ihm nicht liefern. Nicht? Also ich kann ja einfach nicht lügen. Nicht? Also das ist ja einfach so, ich muss einfach das sagen, was so ist. Und meiner Meinung wäre einfach gewesen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, Olaf, das wollte ich dir sagen, das ist die kürzeste Rede. Also ob jetzt Fasching ist, nicht, oder ob, ich weiß es nicht, Silvester ist, ist ganz egal, nicht. Aber ich muss jetzt trotzdem diese ganze Flasche, glaube ich, wirklich leeren, weil das ist uns einfach nicht mehr auszuhalten. Nicht? Also ich wünsche dir trotz allem einen schönen Tag, ne, Olaf, nicht? Also wird bestimmt super. Und morgen ist, ja, da hast du das genauso alles vergessen wie ich, nicht? Also kein Problem, musst dir gar keine Sorgen machen. Nur ich brauche dazu Schnaps und du irgendwie nicht. Ich wünsche dir einen schönen Tag und.